Vorfreude war schon groß, denn mit 4 Pferden in 3 Disziplinen am Start sein zu dürfen, das macht mich total glücklich. Die Pferde werden einmal gecheckt vom Tierarzt, Pässe kontrolliert, aber auch der Tierarzt geht drumherum. Die Richter schauen die Pferde an, nur auf Trense. Dann geht man kurze Schritt, Strecke, Trab anwendet und Trab zurück. Und die Richter und die Tierärzte kontrollieren, ob das Pferd auch 100% fit ist, ganz gerade trabt. Das ist auch gut und wichtig so, sodass eben wirklich nur gesunde Pferde an den Start gehen. Wir haben wirklich drinnen Boxen, die sind super kühl und die Pferde stehen da, fühlen sich, glaube ich, auf Anhieb auch gleich wohl. In Aachen ist das Flair einfach einmalig. Also man trifft so viele Reiter aus allen Nationen, aus allen Disziplinen. Und das eben auf kleinstem Raum. Man kann da eben zum Ressortschaden rübergehen, da guckt man ein bisschen springen und ja, dann geht man mal über die Shoppingmeile. Ist auch total schön, dass eben meine Familie hier ist, mein Team hier ist, viele Freunde, Pferdebesitzer, also ganz viele Partner. Es ist einfach eine Woche, wo sich alle Menschen treffen, die Freude haben an den Pferden und da fühle ich mich natürlich auch echt gestärkt. Also mit so einer Rückendeckung und mit so einer Unterstützung, da reitet man normal so gut. So Kinder, ihr habt jetzt gerade erstmal die Dressurreiter gesehen, dann die Springreiter über die bunten Hindernisse. Aber das Schönste ist eigentlich das Geländereiten. Einmal aufnehmen, Greta, hinsetzen, jetzt schon gucken und schön über die Mitte springen. Ruhig, ganz konzentriert. So, genau. Greta und Philippa und mein Patenkind Ida, wir wohnen alle im LKW und machen uns hier so eine richtig coole Woche. Uns geht's richtig gut. Aber es ist ja immer wieder toll, einfach hier zu sein die Woche. Ne? Das ist schon ein Träumchen. Und haben die Kinder auch ihren Spaß? Ne? Ja. Können auch mit dabei sein. Da jedes Wochenende Turnier ist und ich eben auch gerne bei den Pferden bin, das heißt immer gerne im LKW wohne, viel lieber als im Hotel. Allein auch schon um morgens früh, wenn wir auf Geländeturnieren sind, dann geht man natürlich auch ganz oft früh die Strecke ab. Auf Dressurturnieren ist man oft morgens die Erste, die um 6 aufs Viereck kann. Und dafür bin ich einfach viel lieber vor Ort als im Hotel. Also Normalität hier in Aachen zu reiten, das wird keine Normalität. Weil ich glaube, alle Jahre wieder ist es erstmal schon ein Geschenk, dass man durch Leistung überzeugt hat und überhaupt hierher kommen darf. Und wenn man dann mit 4 Pferden am Start ist, ist das natürlich noch spannender. Und auch im Dressurstadion, wenn man da einreitet, unter der Brücke her und dann eröffnet sich so das Stadion, das ist einfach ein tolles Gefühl. Jetzt Zuschauer richten mit und für Ingrid Klemke. Wir beide haben uns zusammengetan. Jetzt wollen wir mal sehen, dass wir das gemeinsam hinkriegen. Ganz großes Traben. Ich gebe trotzdem nur 8,5 und keine 9. Könnte für mich noch energischer aus der Hinterhand nach vorne vorfußen. Ich kann das vergleichen, weil ich das Pferd häufig auch früher gesehen habe. Ich muss sagen, Riesenjob. Der hat richtig toll gelernt, von Ingrid von hinten herangeschlossen zu werden. Guck mal, wie der da steht. 8,5 fürs Halten. Super, super, super. Das hat Ingrid ganz, ganz viel mit ihm geübt. Das hat ihm früher große Schwierigkeiten bereitet. Und Ingrid würde ich insgesamt eine 8 geben. Der Fehler wegen, der kleinen Fehler wegen. Und hier eine Gesamtübersicht über die Dressurprüfung mit den einzelnen Elementen, und so, wie die Zuschauer dich gewertet haben. Da. Also mich fällt jetzt mal kurz die 25 hier interessieren. Genau. Ah, fliegender Wechsel bei X, genau, der war nix. Der ist leider versprungen gewesen. Man sieht halt auch schön, und das hier seit 20, würde mich jetzt auch nochmal. Da hat die eine an eine 9 gegeben. Starker Galopp, okay. Zwei haben die eine 7,5. Eine sogar eine 9, wow. Eventing, okay. Deinen berühmten Ritt. Oh, Bobby, da schlägt doch einer mit der Nase und möchte schon los. Das kann nur der Bobby sein. Ja. Hoch, runter und endlich los. Das mit Bobby, weiß der Ich glaube schon. Also Pferde haben wirklich ein gutes Wiedererkennungsgedächtnis und ich glaube schon, dass er genau weiß, wo er ist und wird auch bestimmt alles geben. Super. Wenn die anderen ihn überholen wollen am Berg, das kann er auch gar nicht haben. Da kann er wirklich in dem Vollgas noch bocken. Das kann eigentlich kaum ein Pferd, aber da will er schon echt der Erste sein.
Das Schwierigste ist eigentlich, in die Startbox zu kommen, weil er schon immer weiß, wenn alle in die Richtung galoppieren, muss ich es irgendwie schaffen, keinen Fehlstart zu haben. Und versuche ich ein bisschen zu überlisten. In der letzten Sekunde drehe ich rum und dann geht's los. Gott sei Dank stehe ich immer noch auf der Liste. Und für mich war es auch, ehrlich gesagt, ein guter Test hier heute, weil er konditionell so fit war. Ich wollte schon schnell reiten und die Minutenpunkte haben, aber das Galoppieren war einfach so und die Fitness hinterher im Ziel, das hat mir einfach gezeigt, dass ich auf dem richtigen Weg bin.